2013 hat das Schweizer und das Degesheimer Stimmvolk mit großer Mehrheit entschieden, dass in unserem schönen Land künftig nicht mehr so gebaut werden soll. Statt das begrenzte Land mit vielen kleinen Häuschen zu zersiedeln, sollen eher höhere und dichter stehende Gebäude der wachsenden Bevölkerung Wohnraum bieten. Bauvorhaben sollen auf definierte Zonen beschränkt und erholsame Grünflächen erhalten bleiben. Die neuen Vorgaben des Bundes, verankert im Planungs- und Baugesetz des Kantons St. Gallen, sind für Degesheim ebenso verbindlich wie sinnvoll. Am 29. November 2020 stimmen Sie nun darüber ab, ob der Gemeinderat die Anpassungen des Zonenplans und Baureglements für Degesheim umsichtig und weitsichtig genug vorgenommen hat. Worum geht es? Es geht um die Zukunft von Mia. Und es geht um die Körpergröße von Mia. Sie misst genau 1,50 Meter. Das neue Baureglement sieht vor, dass Gebäude in Degesheim, aber nur in bestimmten Zonen, maximal 1,50 Meter höher gebaut werden können als bisher. Hallo, Mia! In der Einfamilienhauszone wird die Gebäudehöhe sogar um 1,5 Meter gesenkt, damit Mia die Aussicht besser genießen kann. Damit die vom Volk gewollte Verdichtung auch stattfinden kann, gibt es zudem Änderungen in den Grenzabständen. Diese sind nun auf allen Gebäudeseiten gleich groß. Aber wo kann in Degesheim überhaupt gebaut werden? Gleich vorweg. Der historische Dorfkern steht unter nationalem Schutz. Hier gelten spezielle, übergeordnete Vorschriften. Degesheim ist so schön, dass tatsächlich nur noch 5 nennenswerte Baulücken übrig geblieben sind. Hier, 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 hier und hier. Aber das reicht vermutlich nicht. Gemäß Studie muss Degesheim darauf gefasst sein, in den nächsten 15 Jahren um 500 Einwohner zu wachsen und das zwingend innerhalb des bestehenden Siedlungsgebietes. Darum hat der Gemeinderat einen Masterplan erarbeitet für eine maßvolle, kontrollierte Entwicklung von Degesheim, für die Zukunft von Degesheim. Durch kluge Verdichtung soll in 2 zentralen Quartieren zusätzlicher Wohnraum entstehen können, hinter dem Schwimmbad und natürlich ÖV-freundlich rund um den Bahnhof. Nein, keine Angst, Mia. Das Bahnhofparklein bleibt bestehen. Ein Studienwettbewerb hat aufgezeigt, dass das Gelände rund um den Bahnhof wunderbar entwickelt werden kann, ohne das Parklein anzutasten. Und auch die Gemeinde Degesheim wird mit der neuen Ortsplanung, genau wie das Bahnhofparklein, seinen liebenswerten Charme behalten. Bitte gehen Sie abstimmen.